In der Notaufnahme macht Dr. Sebastian Börner Bekanntschaft mit einem stressgeplagten Piloten, der auf gleich mehrere denkbare schlechte Ideen gekommen ist. Sebastian, ich habe hier den Herrn Hansen, war das, ne? War das richtig? Ja, genau. Genau. Der ist irgendwie aus der Gondel gestürzt, aber mehr habe ich jetzt noch nicht. Ja, und Verkehr mit irgendwie, aber mehr habe ich noch nicht erfahren. So, alles gut. Moin, Dr. Börner ist mein Name. Ja, hallo. So, jetzt erstmal durchhaben. Ich muss halt immer ganz langsam Bruchstückhaft haben. Ne? Was ist überhaupt passiert? Ja, wir wollten uns einen schönen Tag machen auf der Kirmes und dann wollten wir mit einem Riesenrad fahren und er springt einfach aus der Gondel raus und. Wie er springt aus der Gondel raus? Von einem Riesenrad? Ja. Das war aber gerade beim Anfahren, es war nicht hoch. Okay, also es war ganz am Anfang. Sie sind jetzt auch nicht irgendwie nicht viel kaputt. Nee, ich bin auf dem Handgelenk abgerollt und aber es schmerzt einfach. Das ist jetzt kommt natürlich die 100.000 Euro Frage, warum sind Sie aus der Gondel gesprungen? Ja, ich musste raus, mir war unwohl und ich musste einfach raus. Haben Sie Höhenangst oder irgendwas? Nein, ich habe keine Höhenangst. Ja, vielleicht haben Sie ja Höhenangst. Er ist Pilot, ich bin's du. Ach, Pilot. Pilot. Ja, also das kann eigentlich nicht sein. Ja, ja, also sagen Sie nicht aus dem Flieger springen. Ich untersuche mal kurz die Hand. Und dann, also es ist wirklich nur die Hand, sonst ist alles okay? Alles okay, ja. Okay. Am Anfang habe ich natürlich erstmal das Schlimmste gedacht. Ich habe nur von einem Gondelsturz gehört und jemand sei rausgefallen. Da denkt man natürlich direkt an Polytrauma, Notarzt, schwerst verletzt. Gott sei Dank hat sich das etwas anders dargestellt. Und der Patient ist nur aus der Gondel, ich sag mal, nach anderthalb Metern ausgestiegen und hat sich dabei eben die Hand verletzt. Das merken Sie genauso wie hier? Ja, ja. Okay, dann können Sie, halten Sie einfach so fest, wie es Sie am besten ist. Man kann es jetzt bewegen, es tut natürlich weh, es ist geschwollen, es ist warm, das ist normal. Aber das Gute ist, die Sensibilität, also das Gefühl ist da. Das heißt, wahrscheinlich sind keine Nerven verletzt. Wahrscheinlich ist es nur verstaucht. Wir müssen ein Röntgenbild auf jeden Fall machen. Und was ist denn los? Ja, ich habe so ein Beklemmungsgefühl irgendwie. Komisch. Aber es ist alles okay. Doch noch irgendwo draufgefallen, oder? Nee, ist alles okay, nur es geht um die Hand, es ist alles in Ordnung. Soll ich noch? Sie wollen und ich soll nichts untersuchen. Nein, sollen wir erstmal die Hand machen? Ja. Ja, der war in der Schlange schon so komisch und weiß auch nicht, ob der da dann einen Kollege gesehen hat. Nein, warum ein Kollege gesehen? Das ist ja nicht schlimm, wenn man einen Kollege sieht, oder? Freut man sich doch, oder? Ich sag mal ja, hallo. Wir sind ja auch noch nicht lange zusammen. Er ist Pilot, ich bin Stewardess und Schatz, okay, alles Klischee, so wie Arzt und Krankenschwester so ungefähr, ne? Ja. Und ach, das ist Schatz. Das also weiß das Sorgen, keiner ihrer Mensch. Kollegen oder was? Ach, die Kollegen wissen das. Sie sind doch erst frisch zusammen. Ja, das ist. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob die Hand okay ist, ne? Ob die nicht gebrochen ist, weil sie wollen ja noch mal fliegen, ne? Und dann beruhigen Sie alle erstmal. Das ist ja so ein Klischee, ne? Stewardess, Pilot, ja, da will man nicht sofort irgendwie sagen, dass man zusammen ist. Man hält es meistens geheim. Wir kennen das aus dem Klinikalltag auch. Da ist es auch oft, wenn ein Arzt mit einer Schwester, wenn die sich verlieben, wird es auch nicht sofort preisgegeben. Wir gehen schon mal, ja? Ja, klar. Was ist los? Ich mache mir ja gerade tierische Sorgen und ich verstehe das auch nicht. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas anderes noch. Ich muss auch ehrlich sagen, es hört sich ein bisschen seltsam an, warum ja, er da jetzt rausgesprungen ja, ist. Aber das wollte ich jetzt auch so. Ja, wir sind doch erst seit kurzem zusammen und ich habe jetzt auch so ein komisches Gefühl. Nicht, dass er jemand anderes noch hat, eine andere Kollegin. Meinen Sie, eine andere Kollegin war in der Gondel und deswegen muss er die Flucht ergreifen? Vielleicht was ist, ja. Also, ja, ich habe da irgendwie das Gefühl, dass da irgendeine andere. Jetzt machen Sie erstmal keine Gedanken. Vielleicht ist es auch was ganz anderes gewesen, ja, wovon er Angst hatte. Ich hoffe es mir. Genau, erstmal durchatmen. Ich zeige erstmal, wo der Kaffeeautomat ist. Der ist gar nicht so schlecht. Ne? Dann kriegen Sie erstmal ein Käffchen. Dass Corinna ihrem neuen Freund misstraut, ist nicht ganz unberechtigt. Denn sein Sprung aus der Riesenradgondel war nicht die einzige fatale Fehlentscheidung des Piloten. Vielmehr setzt Gero schon seit Wochen die eigene Gesundheit aufs Spiel und gefährdet auch seine Fluggäste. Also. Gebrochen? Ja, ich wollte gerade sagen, leider hatte ich Unrecht. Ne? Ist tatsächlich gebrochen. Ehrlich? Mhm. Wenn Sie hier mal gucken, es ist zum Glück, ne? Aber wenn Sie hier mal gucken, sehen Sie die Zacke hier. Das heißt, er ist einmal komplett gerade durch. Ach Quatsch. Das, was gut ist, tatsächlich, er ist nicht verschoben. Ich muss mal mit den Chirurgen sprechen, mit den Unfallchirurgen, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwie groß operieren wollen, sondern dass man das sogenannt konservativ macht, sprich einen Gips. Sie kriegen einen Gips. 4 bis 6 Wochen. Aber ich brauche doch einen Gips. Man macht nach 1 bis 2 Wochen nochmal ein Kontrollröntgen, ob das verschoben ist. Wie soll ich mit dem Gips fliegen? Das geht doch gar nicht. Ja, erstmal nicht, ne? Ach Quatsch, ich mach das. Also ich glaube, wir brechen das am besten ab. Ja, ich verstehe das sowieso nicht. Du bist auch komplett komisch. Das ist nicht so schlimm. Ich kann das mir nicht erlauben. Es geht nicht, auf gar keinen Fall. Aber warum nicht? Ja. Schatz, ich muss arbeiten, verstehst du nicht? Es ist alles in Ordnung. Ja. Es ist alles in Ordnung, verstehst du nicht? Es geht nicht. Er hat ja so seine ganzen Beschwerden ziemlich runtergespielt. Ich glaube, da war wirklich eine große Angst bei ihm, dass er seinen Job
als Pilot überhaupt nicht mehr weitermachen kann. Und die ganzen Symptome, die danach noch herauskamen, die waren schon heftig. Was ist denn los? Du warst letztes Mal schon so komisch. Ich habe letztes Mal schon ein Telefonat mitbekommen. Hast du eine andere oder was? Quatsch, was erzählst du denn da? Das ist ein Blödsinn. Ja, aber also, ich muss auf jeden Fall weiterfliegen. Es geht nicht anders. Sie fangen Sie mal so ans Herz. Haben Sie vorhin schon gemacht. Ja, es sticht ab und zu, aber es ist sonst alles in Ordnung. Wie gesagt, ich muss weiterarbeiten, Schatz, und wie... Du musst jetzt auch mal jetzt hören, versuchen Sie mal. Jetzt erstmal ruhig hier alle. Ne? Also, jetzt noch mal. Herzschmerz ist immer eine blöde Sache. Also, ne, wenn's, war das vorhin auch schon? Ja, ein bisschen, ab und zu, ja, seit sporadisch. Ja, seit letzten Tagen irgendwie. So, Sie legen sich jetzt mal hin, genau. Sie mit Ihrem Arm mach mal ein EKG auf, ja? Dran. Wir gucken jetzt untersuche ich doch einmal mal richtig. Ich mache mal einen Ultraschall, ich gucke mir mal das Herz an. Grundsätzlich muss man bei Brustschmerz natürlich an diverse Dinge denken. Natürlich kann der Brustschmerz von einem Herzinfarkt rühren. Absolute Lebensgefahr, muss direkt behandelt werden. Aber ganz oft hat man auch irgendwas dazwischen. Von der Wirbel ist draußen, man hat Sodbrennen oder man hat sich einfach verhoben. Dennoch sollte man gerade wiederkehrenden Brustschmerz auf jeden Fall abklären. Und den Notarzt sollte man rufen, wenn Symptome auftreten wie Atemnot, Herzstolpern oder natürlich Bewusstlosigkeit. Jetzt sehen Sie hier ganz schön Ihr Herz pumpen schon mal. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Ja, mir geht's auch gut. Ja. Sehen Sie das? Das sind die Herzklappen hier. Das geht von der einen Kammer in die andere. Hier sieht man diese Flügelklappen, hier sieht man diese vier Kammern quasi. Das sieht alles gut aus. Die ist so ein bisschen minder bewegt, aber das kann auch mal sein. Ne? Das ist jetzt gar nicht so Dramatisches. Dennoch, da Sie jetzt schon sagen, Sie haben so lange quasi jetzt schon, ich sag mal, Herzprobleme. Sie waren vorhin auch die ganze Zeit so ein bisschen, ich will nicht sagen drüber, das kann ja sein, ne? Dass man aufgeregt ist, Panik, wir wissen es nicht. Mein Vorschlag. Ihre Freundin macht sich ja auch nur Sorgen um Sie. Und Sie wollen ja auch fliegen. Und Sie haben ja auch eine Verantwortung von ein paar hundert Leuten, die Sie da dabei haben. Sagen wir mal Folgendes. Die Kollegin nimmt gleich noch einmal Blut ab. Die schreibt noch mal, macht noch mal ein großes EKG. Jetzt haben wir nur so ein kleines. Also der Herzrhythmus ist in Ordnung. Aber mit dem großen EKG können wir quasi hinter das Herz gucken, ob da irgendwas an der Wand ist. Und im Blut gucken wir, ob irgendwelche Enzyme auf irgendeinen Herzschaden oder diese Panikattacke. Es kann ja auch sein, dass Sie da irgendwas im Herzen hatten. Ne? Sollen wir das so machen? Sind Sie damit einverstanden? Ja, wenn Sie das sagen. Genau. Im Anschluss haben wir ja noch ein 12-Kanal-EKG gemacht und ja eine Blutabnahme, weil ja unsere ganzen oder seine ganzen Beschwerden ja irgendwie gar nicht zusammenpassten. Und da war ich wirklich gespannt auf die Blutergebnisse. Aus medizinischer Sicht soll sich Geros gebrochene Hand dabei als nur ein Problem von vielen erweisen. Auf weitere Untersuchungsergebnisse folgt nämlich ein Geständnis. Das Prozedere ist ja jetzt klar. Ne? Die Hand ist gebrochen, Gips bleibt erstmal dran. Müssen natürlich den Fliegerarzt melden, so können Sie kein Cockpit-Ding da bewegen. Passt. Herz war auch, EKG war komplett unauffällig gewesen, Ultraschall sind wir jetzt zusammen durchgegangen, war auch alles blande. Okay. So, gute Sache im Blutbild, Herz vollkommen okay. Jetzt kommt aber das Aber. Unter anderem haben Sie so, die Zellen brauchen ja Elektrolyte, also Kalium, Natrium, damit die richtig funktionieren. Die sind bei Ihnen ein bisschen erniedrigt. Ne? Das kann erklären, warum Sie so einen schnellen Herzfrequenz hatten und warum es Ihnen da irgendwie nicht so gut geht. Mhm. Passt aber nicht zusammen mit der anderen Sache. Und zwar Ihre Schilddrüse funktioniert nicht so gut. Mhm. Ja? Die Schilddrüsenwerte sind zu niedrig. Er macht aber eigentlich ganz andere Symptome. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, strauchel ich so ein bisschen. Auf der einen Seite hatte er Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion, einer Panikattacke, schnelle Herzfrequenz, Brustschmerzen. Auf der anderen Seite hat das Blutbild ergeben, dass er eher eine Schilddrüsenunterfunktion leidet. Also eigentlich würde man genau das Gegenteil erwarten. Eher ist man ruhig, antriebsgemindert. Irgendwas war noch im Argen und irgendwas hat er uns verheimlicht. Aber Gott sei Dank ist er dann zeitnah mit der Sprache rausgerückt. Ja, ich habe mich öfter schon schwach und müde gefühlt. Und, aber ich habe da auch schon Mittel, deswegen ist alles in Ordnung. Also ist das bekannt bei Ihnen, die Schilddrüsenunterfunktion? Nee, kenne ich nicht. Ich habe mich nur schwach gewundt. Und was haben Sie da für Mittel genommen? Ja, weiß nicht. Ich habe da, glaube ich, bei mir in der Jacke. Ja, warte. Ja, was ist das? Okay. Modafin. Was? Das hat mir geholfen, wie gesagt. Wo haben Sie das denn herbekommen? Hat Ihnen das ein Arzt verschrieben? Wissen Sie, was ist das überhaupt? Es hat mir geholfen, um wach zu werden. Ja, klar hilft Ihnen das. Das ist ein Amphetamin. Also das nehmen normal so Leute, die Narkolepsie haben, also die Schlafsucht zum Beispiel, die einfach im Gespräch einschlafen und so. Das ist so was Ähnliches. So hoch zu pushen, ne? Sowas wie Drogen halt, ne? Amphetamine halt, ne? Sowas wie Speed. Das sind doch keine Drogen. Also wie gesagt, das hat mir nur geholfen. Mit wem hattest du denn letztes Mal geredet?
am Telefon? Ja, Schatz, als wir in der Schlange standen, das war ein Freund von mir, ein Kollege, und über den habe ich das bekommen. Und deswegen war ich aufgeregt, weil ich einfach nicht wusste, ob ich mehr... Das unter der Hand bekommen oder was? Das ist Betäubungsmittel, ne? Das ist... Weiß ich doch nicht. Ich hat mir auch nur geholfen. Er sagte, ich habe da was für dich. Und ja, und er wollte mir nicht mehr geben. Und naja. Er ist auch gut so. Ich meine, damit dürfen sie auch nicht fliegen, ne? Das ist ein Betäubungsmittel. Amphetamin ist. Kann ich sowieso nicht mehr fliegen, wie gesagt. Das ist richtig gefährlich, ne? Also, das wusste ich auch gar nicht. Okay, also gut, jetzt haben wir das jetzt erstmal. Richtig. Schockiert. Stellen Sie sich vor, guck mal, Sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Deswegen sind Sie müde. Hm. Stellen Sie sich vor, das ist bei Ihrem Auto, ist die Handbremse angezogen. Hm. Ne? Klar, können Sie nicht fahren, weil die Handbremse angezogen ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder löst man die Handbremse, indem man die Schilddrüsenerkrankung behandelt und normal losfährt. Mhm. Oder man macht es wie Sie, man nimmt die Amphetamine und versucht halt mit Vollgas loszufahren. Dann kann man auch fahren, aber auf Dauer machen sich beim Auto die Bremsen kaputt und Sie machen sich das Herz kaputt. Okay. Ne, diese Sachen. Und vor allem, wenn das Luftfahrtbundesamt mal eine Kontrolle macht bei Ihnen, das kennen Sie doch, es werden doch ab und zu mal Blutkontrollen gemacht, Urinkontrollen. Ja. Die sind positiv auf Amphetamine, dann ist die Lizenz weg. Warum nimmst du denn sowas? Ja, na gut, okay, also, der Patient hat hier sich auf, ich sag mal, illegalen Wegen ein Medikament beschafft, Modafinil. Auf gar keinen Fall darf man mit diesem Medikament ein Fahrzeug führen, kein Auto und auch kein Flugzeug. Aber es ist viel interessanter, warum haben Sie denn jetzt, sind Sie aus der Gondel gesprungen? Das ist immer noch nicht so die... Ja, das war mitunter ein Grund, weil ich... Wie ich schon gerade erwähnt, der Kollege wollte mir nicht mehr Medikamente geben von Modafinil. Und wie gesagt, ich war dann aufgeregt, weil es geht natürlich um meinen Job. Ich will meinen Weiterfliegen. Und wenn ich keine Medikamente bekomme, kann ich nicht mehr in Ruhe fliegen und bin zu müde, zu schlapp. Und wie gesagt, das ist alles ein Teufelskreis. Also letztlich war das tatsächlich so eine klassische Panikattacke quasi. Ne? Sie hatten berufliche Ängste und nicht, wie Ihre Freundin vermutet hat, dass es... Nein, ich liebe dich doch, Schatz, ehrlich. Wie gesagt, du bist auch die Einzige und ich werde auch demnächst... offenpreisig allen erzählen, auch wenn ich Pilot bin und du Stewardess. Da freue ich mich. Ich glaube, wir sind ja nicht mehr, weiß ich nicht, vor 50 Jahren oder so. Ne? Also sind wir ja wohl ein bisschen offener geworden. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sind wir mit blauem Auge davon gekommen? Ich glaube, er hat ja die Ansprache unseres Doktors wirklich verstanden, weil er hat ja auch ja, seine Passagiere in Gefahr gebracht. Und das war ihm dann auf einmal auch wirklich bewusst. Und wenn die beiden ihre Liebesbeziehung auch noch öffentlich machen, denke ich, da ist da auch so ein bisschen Druck rausgenommen. Und dann steht der Liebe auch wohl nicht mehr im Wege. Unmittelbar nach dem Klinikbesuch haben die Flugbegleiterin und der Pilot ihre Beziehung offiziell gemacht. Gero ist wegen seiner Schilddrüsenunterfunktion inzwischen medikamentös eingestellt und braucht keine Aufputschmittel mehr, um im Job volle und sichere Leistung zu bringen.